Ja. Hallo Micha, so schön, dass du bei uns bist. Du bist ja jetzt auch schon ganz lange ein Weltwunder. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, auf jeden Fall in der Gruppe mit der Wasser-Challenge. Ich freue mich, dass du heute für uns im Interview bist. Und du sitzt gerade in deinem Büro, ich sehe schon, Mancoach, im Werra-Land. Werra-Land, oder? Hallo aus Berlin. Ja, Metropole Herrlishausen, so zwischen Eschwege und Eisenach gelegen, zauberhafte Region, wunderschöne Radwege und im Sommer wirklich ein Traum für sich. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man da ruhiger schlafen als in Berlin. Mit Sicherheit, obwohl wir hier unmittelbar auf der einen Seite die ICE-Strecke haben und auf der anderen Seite die Autobahn. Nur des Nachts, wenn also die Guten schlafen und die Bösen ihr Unwesen treiben, dann rauscht hier ab und zu mal ein Güterzug lang. Ich hatte vor kurzem mit jemandem gesprochen, der im Bahnhof seine Jugendzeit verbracht hatte. Und der hat mir erzählt, wann immer er dort geschlafen hat, ist er wach geworden, wenn ein Zug mal nicht fuhr. Also wenn zum Beispiel Samstag um, was weiß ich, 4 Uhr noch was, der Güterzug nach so und so nicht vorbeiratete, dass er dann wach geworden ist. Ja, ich kenne das. Meine Tante wohnt auch irgendwie an der Bahn, streckt direkt. Die Bahn läuft direkt am Haus vorbei und das ist wirklich ein Phänomen, wie wir uns daran auch gewöhnen, ne? Ja. Micha, du hast ja innerhalb mit deiner Unternehmensberatung, die du viele, viele Jahre ja auch ja, durchgeführt hast, bist du auch immer wieder auf dieses Thema Schlaf gekommen mit deinen Klienten. Und ich weiß, dass du ganz, ganz tolle Ansätze hast, was das Thema Schlaf betrifft, sowohl philosophisch als auch ja, sehr, sehr tief. Einmal sehr systemisch und zum anderen auch eben aus der Literatur. Da gibt es auch etliche spannende Stellen, auf die wir wahrscheinlich jetzt auch dann so im Laufe unseres Gesprächs zu sprechen kommen. Fang doch da mal gleich mit an. Jo, womit fange ich an? Das. Ich habe ja in erster Linie Unternehmerberatung gemacht. Das heißt, ich bin nicht in die Unternehmen gegangen und habe alle Mitarbeiter in Angst und Schrecken versetzt, oh weh, das große Streichkonzert setzt ein, also Stellen streichen, beziehungsweise da kommt einer, der für die Schublade produziert, sondern ich habe mir die Unternehmer herausgepickt, weil auch da sich immer wieder herausgestellt hat, wie man so schön sagt, der Fisch stinkt ja vom Kopf her zuerst. Und oftmals ist es so, dass ein Unternehmer, so gut er es meinte, sich oftmals als der große Hemmschuh seines Unternehmens schlechthin herausgestellt hat. Und im Rahmen dessen kam auch immer wieder das Thema Schlaf auf. Und da kommen wir sicherlich ja auch nachher noch drauf. Viel spannender ist eben so die Frage, beziehungsweise ziehen wir es mal andersrum auf. Wie oft passiert es, dass man so im Gespräch erwähnt, oh, ich habe so schlecht geschlafen oder ich fühle mich wie gerädert. Ja. Und dann, was passiert dann? Dann prasseln von allen Seiten die schlauen und gut gemeinten Tipps auf einen ein. Du musst, da musst du das machen, da musst du jenes machen. Damit sind wir bei dem Thema Gewohnheit. So wie dich der fehlende Zug aus dem Schlaf reißt, so ist es ja auch mit Gewohnheiten. Du gewöhnst dir ja. Im Laufe der Zeit, oder man sagt ja auch, wenn du etwas 21 Mal gemacht hast, dann wird es eine Routine. Und so gewöhnt man sich oder Mensch sich ja auch an bestimmte Verhaltensweisen. Man hat sein Einschlafritual vielleicht. Manche haben ja sogar ein nächtliches Ritual. Und da ist eben auch die Situation, wie ist denn mein Arbeitsleben? Wie ist denn überhaupt mein Leben? In was bin ich eingespannt? Wie stark bin ich beansprucht? Und jetzt kommt jemand und sagt, du musst das locker nehmen. Genau. Ist das grandios? Danke für den Tipp. Schick mir bitte eine Honorarrechnung. Du musst, also allein schon, dass viele Sätze anfangen wie, da musst du. Da kommt schon das nächste Zwangskorsett, das dann, obwohl gut gemeint, über einen gestülpt wird. Und ja, ich muss, dann kommt man, vielleicht kennen ja einige von euch den Film Das Leben des Brian. Und da ist diese schöne Situation, wie sie alle vor seinem Fenster stehen, seine Gefolgschaft und seinen Worten lauschen. Und er am Schluss sagt, verpisst euch. Und dann ist erstmal Schweigen in der Gruppe und irgendeiner fragt,
Wie sollen wir uns verpissen, Meister? Und das ist eben das bei den Tipps. Du musst das und jenes, nur wie mache ich das? Wie komme ich dahin, diese Ausführung? Wie komme ich daran? Wie finde ich diese innere Ruhe zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, du musst da viel entspannter rangehen? Oder du musst unbedingt Atemtechnik machen. Du musst unbedingt Ayurveda machen. Du musst unbedingt abends dies tun oder jenes tun. Was immer ausbleibt, ist diese Anweisung oder so eine kleine Anleitung. Die Ratgeberindustrie wiederum, die profitiert und feiert fröhliche Urstände und sagt, Yippie, wir haben ein neues Thema, wir schreiben ein Buch dazu, verkaufen das und haben die Leute erstmal wieder beschäftigt. Und auf dem Nachttisch stapeln sich dann so nach und nach die Bücher mit allerlei schlauen Einschlaftipps. Weißt du, was der beste Tipp ist? Ja. Einfach diese Bücher nehmen, lesen und darüber einschlafen. Okay, das ist jetzt so ein Tipp von deiner Seite, ja? Also grundsätzlich, wie können wir denn besser schlafen? Ich meine, du hast ja auch in deiner Karriere schon so vielen Menschen auch Tipps gegeben, schläfst ja selber schon ein paar Jahre. Wie schaffen wir es denn, aus diesem Muss-Schlafen rauszukommen? In dem Zusammenhang ist etwas ganz Interessantes aufgetaucht. Also ich nehme jetzt erstmal so uns als Gesamtheit, uns Menschen, hier im Westkulturraum, wird ja seit einiger Zeit schon erzählt, also du brauchst mindestens deine 8 Stunden Schlaf. Ja? Und wie oft passiert es, dass man nachts wach wird und dann feststellt, also es gibt ja Menschen, die dann wirklich anfangen zu rechnen, oh je, es ist schon 2 Uhr, das ist schon 3 Uhr, ich habe ja dann nur noch 3 Stunden zum Schlafen. Und allein da fängt ja das Gehirn schon an zu rotieren. Oft ist es auch so, du nimmst Probleme, Gedanken, Situationen, die dich belasten, mit ins Bett, mit in den Schlaf und irgendwann wirst du nachts wach und durch dein Gehirn rattern quasi wieder die Eilzüge der Probleme und der Sorgen. Und du wälzt dich schlaflos hin und her, du rechnest zusammen, oh Gott, ich habe nur noch 3 Stunden und gehst dadurch allein schon wieder so in einen Zwang und in eine Enge. Ja. Und da hilft wirklich nur, also ein ganz probater Tipp, von dem ja auch viele bestätigt haben, dass er gut funktioniert, ist, die Gedanken wirklich vorbeiziehen lassen, also auch wahrnehmen, aha, jetzt kommt der Gedanke und jetzt beschäftigt mich gerade die doofe Kollegin, der blöde Chef will wieder was von mir oder der Meister oder ich muss das Auto noch zur Reparatur bringen, aber das Geld reicht nicht. Jeden einzelnen dieser Gedanken tatsächlich wahrnehmen, vorbeiziehen lassen. Und dann passiert etwas. Allein, das ist auch wie in der systemischen Arbeit. Allein dadurch, dass du ihn wahrgenommen hast, hat er diesen Druck im Gehirn verloren. Und dann kannst du etwas machen, nachdem du all diese Gedanken hast Revue passieren lassen, dass du dich in eine bequeme Schlafposition begibst und wirklich nur noch lächelst. So schmerzhaft oder so anstrengend das sein mag, in dieses Lächeln hinein denkst du an etwas, was du gerne mal wieder machen möchtest oder gerne mal wieder sein möchtest. Du gehst quasi in so eine lächelnde Traumreise hinein, bist an dem Ort, an dem du gerne sein möchtest oder machst endlich das, was du seit so Urzeiten gerne mal wieder machen möchtest, nur im Geiste. Und du merkst langsam, wie das, also wenn du dich auch, das ist so der letzte bewusste Akt, dieses Fokussieren darauf. Und wenn du das gemacht hast, dann wachst du plötzlich irgendwann auf, weil der Wecker klingelt und kannst im Nachhinein feststellen, wow, doch nochmal 2,5 Stunden geschlafen. Oh, wie schön. Ja. Ich verwende das auch sehr gerne. Also ich tue es auf jeden Fall, genau das, was du gerade gesagt hast, diese Gedanken einzupacken in der Meditation, ne? Oder in der Massage. Sagen, das ist deine Zeit jetzt, du darfst zur Ruhe kommen. Wenn diese Gedanken kommen, pack sie in die Wolken, ja, und lass sie wie Wolken an dir vorüberziehen. Das finde ich ganz schön, ein ganz toller, toller Hinweis, ja. Ja, zumal wir in unserer urbanen Umgebung haben wir ja auch so wenig Schafe, die wir zählen können. Dann brauchen wir was anderes. Nehmen wir doch das, was ohnehin schon da ist. Unsere Gedanken. Ja. Und sei es so nervig und noch so lästig. Lass sie über den Zaun hüpfen.
Nimm sie wahr. Und dadurch verlieren sie eben ihre Intensität. Wenn ich jetzt weiß, Micha, ich schlafe, ich habe jetzt durchgefeiert oder es war irgendwie ein Projekt, was nachts noch beendet werden muss. Ich schlafe einfach jetzt weniger. Also ich komme jetzt nur auf 3, 4 oder 5 Stunden Schlaf. Was definitiv, ja, ich finde, wenn man im Alltag sehr präsent ist und sehr, sehr viel in Bewegung ist, und dass es viel zu wenig ist. Was kann ich tun oder wie kann ich das, wie kann ich morgens fit sein? Also morgens fit, das geht natürlich nicht, wenn du in einem muffigen Schlafzimmer schläfst, sondern oder an einer, an einer autobefahrenen Straße. Wenn du dann morgens aufwachst und schon so den Berufsverkehr vor dir hast und so die Abgase zu dir aufsteigen, ja, nur der klassische, ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht und eben nur mental. Weil unser Verhalten ist ja in erster Linie eine Reaktion, eine Bewertung der Umstände. Ich kann natürlich aufwachen und sagen, gute Güte, was bin ich gerädert, was war wieder eine schreckliche Nacht, viel zu kurz. Ich habe vielleicht auch mal irgendein Zimmer, das zu einer anderen Seite raus zeigt. Kurzum, ich brauche irgendetwas. Ich stehe auf, ich bewege mich ein bisschen, ich strecke mir die Müdigkeit aus den Gliedern und ich brauche irgendein anderes Fenster, an dem ich zumindest mal eine Mütze voll frischer Luft nehmen kann. Und das dann für mich wirklich die Art und Weise, wie ich mal die Umstände bewerte, bestimmen ja meine Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, körperliche Schmerzen oder Gebrechen kann ich dadurch nicht weghexen oder wegzaubern. Nur ich kann sie anders bewerten. Ich weiß, ich habe irgendwo ein Zipperlein oder ich habe schlecht gelegen und ich wohne an einer vielbefahrenen Straße. Man könnte ja im Idealfall seinen Lebensplan ein wenig dahingehend ändern, dass man sagt, ich versuche jetzt oder ich kümmere mich jetzt mit aller Kraft darum, an einen anderen Ort zu kommen, an dem es mir besser geht. Bis dahin kann ich für mich nur bewerten. Aber um zurückzukommen auf die Frage, wenn ich nur ein paar Stunden geschlafen habe, wie werde ich fit? Hier kommt der Powernap, also dieses kurze, kräftige Schläfchen zum Tragen. Das ist ja das, was man zum Beispiel den Beamten so nachsagt. Ja, zwischen 12 und 2, wenn die im Suppenkoma sind, möge man sie bitte nicht stören. Da gibt es ganz tolle Studien zu. Ich werde auch noch mal zum Thema Powernapping, werde ich dem extra noch mal Raum geben, weil es ist sehr, sehr spannend, was es darüber zu berichten gibt. Ja? Michael, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich würde so gerne noch mal auf diesen zweiten Schlaf kommen. Ja. Auf diesen, weil das ist etwas, was ich noch nie gehört habe. Zum Ersten davon berichtet, was ist das? Wie... Der zweite Schlaf, ja, ist etwas, was die Menschen, gehen wir mal in der Geschichte ein wenig zurück, und zwar vor dem Beginn der industriellen Revolution bis, was weiß ich, weit ins Mittelalter hinein, findet man in der Literatur immer wieder Hinweise darauf, dass die Menschen in 2 Phasen geschlafen haben. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann tauchen auf einmal Dinge auf, wie zum Beispiel Gebetbücher, sogenannte Vigilien, also Nachtwachen. Ja? Zum Beispiel bei Don Quixote habe ich da eine Stelle gefunden. Da heißt es so, Don Quixote entrichtete der Natur seinen Zoll, indem er dem ersten Schlummer unterlag, aber den zweiten, den gestattete er sich nicht. Im Gegensatz zu Sancho, also seinem Kumpan oder seinem Diener, der einen zweiten Schlaf nicht kannte, also Sancho war ein Durchschläfer, Don Quixote, der auch seine Ideen hatte, der hatte diesen sogenannten zweiten Schlaf. Also Menschen in der früheren Zeit hatten ja auch noch keine Beleuchtung, keine Stadtbeleuchtung, keine Straßenbeleuchtung. Das heißt, wenn es dunkel wurde, hat man vielleicht Kerzen angemacht. Nur dadurch, dass eben durch die Dunkelheit und durch das Abendlicht die Melatonin, also die Schlafhormonproduktion, eingesetzt hat, sind die Menschen relativ früh ins Bett. Mit den Hühnern ins Bett gehen, ist sprachlich darüber überliefert. Nur nach den ersten 4 Stunden war das Gehirn schon erholt. Das heißt, die Menschen sind in der Nacht wach geworden, haben sich dann aber nicht schlaflos herumgewälzt, sondern
haben geschrieben, haben gelesen, haben vielleicht noch kleine Handarbeiten gemacht, haben sich mit den Nachbarn unterhalten. Die Ärzte so ab dem 17. Jahrhundert haben gesagt, nutzt diese Phase, um Kinder zu zeugen. Auch mit Habt Spaß miteinander, freut euch aneinander. Überlegt mal, die nächtlichen Gespräche mit dem Nachbarn, können fast Nachtbar daraus machen. Und interessant ist, am 1. April, das habe ich dann hier noch rausgesucht, am 1. April 1814, da hat sich etwas verändert. Da wurde nämlich in London die erste Straßenbeleuchtung, eine Gasbeleuchtung, eingerichtet. Aha. Ja, früher war es ja so, es war draußen dunkel. Gehen wir mal zurück auf das Thema Schlafgewohnheiten. Die Menschen in den Städten waren ja einigermaßen geschützt. Entweder durch Stadtmauer, durch feste Häuser. Also die mussten nicht nachts ein paar Mal wach werden, um zu gucken, ob da auch nicht irgendwelche bösen Gestalten oder böse Tiere herumstreichen, sondern die konnten ja einigermaßen ruhig schlafen, weil es gab die Stadtwache, es gab die Nachtwächter. Da waren also Leute unterwegs, die dafür gesorgt haben, dass man ruhig schlafen konnte. Dieser zweite Schlaf taucht auch auf bei Eichendorff zum Beispiel. Das ist so die Phase, in der viele Literaten Geschichten geschrieben haben. E.T.A. Hoffmann taucht da auf, Nachtstücke in Caillots Manier. Das sind natürlich dann eher Geschichten, die so in Richtung Gespenster und Grusel gehen, weil das Dunkel der Nacht, ohne dass wir eine Beleuchtung hatten, war ja immer auch für uns Menschen, die wir ja kein Nachtsichtvermögen haben, eher ein Schrecken als ein positives Erleben. Ja, im Grunde genommen ist das ja was ganz Positives. Also sie hatten mehr Dunkelheit, waren daher ausgeruhter und sind dann nachts wach geworden, um kreativ zu sein. Es geht ja heute vielen, vielen Menschen so, die zwischen 1 und 3 aufwachen und auch sehr, sehr viele, die zwischen 5 und 6 aufwachen. Also einfach viel zu früh aufwachen für ihren Alltag. Ja. Und stellen sich dann ans Kreuz und bepeitschen sich, weil ich muss doch schlafen und machen sonst irgendwas. Kannst du dazu nochmal was sagen? Schlafen die zu hell? Oder was ist da los? Naja, was heißt zu hell schlafen? Das ist ja, wie gesagt, erst ein Phänomen, das wir in der Neuzeit haben. Ja. Was du sagst, wenn du um 5 oder um 6 Uhr wach wirst, also wenn du dann quasi so die Lerche bist und den frühen Vogel fangen willst, aber in dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses tayloristische Korsett der Sekundentaktung oder der Arbeitstaktung eingebunden bist. Das heißt, da kommt dann schon wieder dieser nagende Gedanke, oh weh, ich muss gleich zur Bahn, ich muss gleich zur Arbeit. Das heißt, da kommt dann schon wieder der erste Stress. Nur wenige Menschen, also wie zum Beispiel wir Freiberufler oder wir Selbstständigen, die wir uns so, wenn wir uns aus diesem Takt oder aus diesem Korsett befreit haben, mal ein bisschen unseren eigenen Arbeitsrhythmus leben können. Deswegen, wir haben ja die Nachteulen, die oft bis tief in die Nacht hinein arbeiten können. Und wir haben eben auch die Lerchen. Da gilt es eben wirklich wieder herauszufinden, welchen äußeren Umständen beuge ich mich, unter welchen äußeren Zwängen lebe ich. Und wirklich die billigste und einfachste Methode ist es, vor dem Schlaf zu gucken. Was habe ich mir schon angewöhnt? Welchen Reizen setze ich mich vor dem Schlafengehen noch aus? Muss es unbedingt noch die nächtliche Serie sein? Ja? Muss ich unbedingt noch nachts vor dem Fernseher sitzen, der ja auch hochfrequente Lichtimpulse hier in die Augen sendet und das Gehirn und das Unterbewusstsein nimmt ja wirklich alles auf? Und muss ich mich dem aussetzen? Bin ich es mir wert, dass ich auf eine Serie verzichte und früher ins Bett gehe? Dann, darüber hast du ja, als du jetzt diese Geschichte von dem Matratzenstudio geschrieben hast, wie ist denn mein Schlafplatz? Ist der einladend? Gehe ich in ein Schlafzimmer, wo das Bügelbrett aufgeklappt steht, wo sich Berge von Wäsche türmen? Gehe ich in ein Schlafzimmer, wo es überquillt? Ja. In ein Schlafzimmer, in dem ja steht,
ein schönes Bett mit einer bequemen Matratze, in dem ich ein angenehmes Licht habe, also ein eher langwelliges Licht. Auch die Wände meines Schlafzimmers so Farben zeigen, die ja, entweder rot, also erotisierend sind für Schlafzimmererlebnisse, oder ist es eben mein Ort des Wohlfühlens, wo ich mich regeneriere, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich mich darauf freue, statt mir noch eine Serie anzugucken, wo es spannend wäre zu wissen, wie es weitergeht. Wir haben doch in unserer Zeit, wir leben doch in einer der besten Zeiten, die es gibt. Wir haben Konserven noch und nöcher. Wir brauchen ja nur irgendwo zu schauen, wo finde ich das in Konserve und kann mir es angucken. Und die Frage ist auch, muss ich unbedingt eben, wenn die Melatoninproduktion im Hirn schon eingesetzt hat, muss ich da noch zusätzliche Wachreize ins Gehirn und in die Augen schicken, die das alles wieder durcheinander bringen und den Schlafrhythmus nach hinten rausschieben. Also, was kann ich tun, um die Frage zu beantworten? Ganz bewusst werden, sich selbst wert werden. Bin ich es mir wert, früher ins Bett zu gehen? Und dann vor allen Dingen sollte man, das hat man ja auch in Studien festgestellt, dass Menschen, die dann wieder in ihren natürlichen Schlafrhythmus gekommen sind, dass die dann auch wieder nachts wach geworden sind. Und jetzt gilt es auch wieder, wie werde ich das nächtliche Wachwerden? Wälze ich mich schlaflos hin und her? Oder schnappe ich mir das Buch vom Nachttisch, zum Beispiel übers Einschlafen? Oder gehe ich ins andere Zimmer, mache eine Kerze an, mache ein kleines Licht an, lese noch was? Oder höre vielleicht Nocturne, also diese Nachtstücke von diversen Komponisten, von denen man annimmt, dass die auch in der Nacht komponiert wurden? Sag mir noch mal ein oder zwei. Also von Mahler gibt es, von Debussy gibt es, von Chopin gibt es Nocturne, also nächtliche Stücke, die oft sehr getragen sind, aber eben auch so gewisse Harmonien haben und auch so beruhigend eben auf das Ohr wirken und so insgesamt auch beruhigend. Also du sagst klar, aufstehen, raus aus dem Bett und etwas tun, etwas Kreatives. Und wenn du gerne strickst, dann, dass du zum Beispiel an irgendetwas weiter strickst. Ja. Sei es nur rein und maschen, oder sei es, dass du jetzt ein ganz bestimmtes Muster hast. Dann konzentrierst du dich ja wieder darauf. Und gleichzeitig ist ja durch das Licht und durch die äußeren Umstände Melatoninproduktion, also die Schlafhormonproduktion, wieder im Gange. Und nach einer Stunde merkst du, wie du müde wirst. Und dann kannst du wirklich richtig innerlich zufrieden diese Strickarbeit oder das Buch zumklappen, auf die Seite legen. Noch vielleicht noch einmal durch die Wohnung gehen, schauen, ob alles in Ordnung ist, so wie die Menschen früher auch einmal noch mal um den Hof oder einmal noch ums Haus gegangen sind, sich noch mal bewegt haben, vielleicht noch ein Schluck Wasser trinken, dass die Leber, wir hatten es ja mal in einer der anderen Sitzungen, dass die Leber dann eben nicht nur die Fuselalkohole produziert, die dann durch den Körper vagabundieren und den Kater verursachen, sondern dass da dann noch mal für Flüssigkeit gesorgt wird und dann geht man wirklich befriedigt im wahrsten Sinne des Wortes wieder ins Bett. Ja, sehr schön. Ich danke dir. Hast du noch irgendetwas für uns? Es war jetzt sehr, sehr viel. Ja. So als ganz kleinen Mini-Tipp nochmal. Oder was machst du? Ist ja vielleicht auch ganz spannend. Was machst du? Wenn ich nachts wach werde, dann, dadurch, dass es hier nicht nur still ist, sondern auch dunkel, hier wird tatsächlich nachts die komplette Straßenbeleuchtung abgestellt, um kurz vor zwei. Andersrum gefragt, wer hat in letzter Zeit nochmal einen Sternenhimmel gesehen? Wer hat die Farben der Nacht gesehen? Also wenn ich nachts wach werde und der Himmel nicht bedeckt ist, dann gehe ich ans Fenster und schaue raus. Und dadurch, dass es hier ja sehr still ist und wenig große Orte drumherum liegen, haben wir auch wenig Helligkeit am Himmel. Das heißt, wir haben hier die natürliche Sternenhelligkeit, die Nachthelligkeit oder den Mond. Ich gehe raus, ich schaue in die Sterne und ich gehöre übrigens zu den Männern, die keine Sternbilder erklären können. Ja, oder ich schnappe mir ein Buch oder ich höre leise Musik. Das durchaus auch, oder? Was auch der Fall ist, ab und zu setze ich mir dann die Stöpsel ins Ohr und höre mir eine Meditation von Roy Martina an zum Thema Heilmeditation oder Schlafmeditation. Ruckzuck wieder weg und dann irgendwann morgens wach geworden und
Ein neuer Tag, freut sich darauf, angepackt zu werden und Chancen. Ja. Ja, super, ich danke dir. Ganz, ganz toll. Ich selbst habe das nicht, ich werde nachts nicht wach. Mhm. Gar nicht, ich schlafe durch. Also seltenst, wo ich mal irgendwie ganz unruhig bin oder so. Aber ich habe halt dieses Phänomen, ich komme mal zu spät ins Bett. Und dann programmiere ich mich im Kopf. Ja. Dann spreche ich richtig mit mir beim Einschlafen. Also dieses, ach, meine lieben Zellen, ihr braucht jetzt genauso viel Schlaf, wie ich euch gebe. Ihr seid morgens fit und ausgeruht. Also ich spreche richtig mit meinem Körper. Ich schlafe zwar nur 4 Stunden, aber ich fühle mich, als hätte ich 8 geschlafen. Sowas mache ich dann. Ne? Das funktioniert auch richtig gut. Ne? Da bin ich immer froh, mental auch zu arbeiten zu können. Ist es bei dir auch so, dass du dann erlebst, dass dann irgendwann der Körper sagt, so, jetzt hätte ich doch gerne noch mal ein Stündchen Schlaf? Gut. Den Tag darauf auf jeden Fall, ja. Und dann auch nachgibst. Und da gebe ich dann auch nach. Und das sind manchmal, reicht eine Viertelstunde, ne, dieses Powernap. Wahnsinn. Das ist, da fühle ich mich wie neu geboren. Ich werde richtig warm und das ist toll. Deshalb, ich nehme es mit Leichtigkeit und ich möchte es auch mit Leichtigkeit nehmen, weil es ist nicht schlimm, mal nicht auszuschlafen oder mal weniger zu schlafen. Es ist auch nicht schlimm, mal nachts wach zu werden. Und ich möchte gar nicht, dass sich das in meinem Gedanken gut irgendwie etabliert, dass ich sage, oh, ach du Schreck, ja, ich habe zu wenig getrunken, ach du Schreck, ich habe zu wenig getrunken, jetzt aber. Ne? Nee, ich kann es immer besser machen, jeden Abend, jeden Tag, jede Sekunde, immer wieder, ne, mich daran erinnern, es besser zu machen. Ja, und vor allem diese Wärme, diese Schlafwärme. Ja, Micha, ich denke, wir haben jetzt lange gesprochen miteinander. Es war ganz toll mit dir. Ich könnte ja stundenlang mit dir sprechen. Wir machen weiter. Aber ich breche das jetzt erstmal ab für unser Bildwunder. Vielen lieben Dank ins Werraland. Ja. Und heute Nacht ins Schlafland, in dein Schlafland. Vielleicht begegnen wir uns ja. Im Traum und irgendwann wieder in Berlin. Und ganz wichtig noch, weil du das eben hier oben so gezeigt hast, viele schlafen ja nackt, manche schlafen im Oberhemd, im T-Shirt, das kann man halten, wie man will. Die Menschen früher hatten ja noch Mitbewohner im Bett, kleine Tierchen, die dann überall in den Klamotten saßen. Wichtig ist einfach, wie du es gerade gezeigt hast, Hals, Schulter, Nacken, Bedecken. Also von daher, nackt schlafen soll ja der Erotik dienen. Vor allen Dingen, wenn man zu zweit schläft. Ist das so? Ja. Ach so. Man berührt die Körper, die Haut berührt sich besser. Das hat also durchaus so seine Vorteile. Ja, klar. Aber das ist schon, was ich auch immer wieder erlebt habe, dass zum Beispiel Paare, die getrennt schlafen, dass die ein wesentlich besseres Liebesleben mit der Zeit entwickeln. Denn dieses klassische Ehebett oder dieses Miteinanderschlafen ist ja auch erst eine Errungenschaft der neueren Zeit. Und deswegen die klassische Frage, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir? Die stellt sich dann im häuslichen Umfeld. Gehen wir in mein Bett oder gehen wir in dein Bett? Spaß haben miteinander, Zeit miteinander haben, aufwachen in der Nacht und ins eigene Bett gehen und entspannt und friedlich weiterschlafen. Und schöne Anregung. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Mama, danke schön. Ich schenke dir einen dicken Kuss. Ja, alle auch. Tschüss. Und schlaf gut. Also gut. Ach, ich werde so gut schlafen. Ich danke dir. Träum was Schönes. Tschüss. Okay, tschüss.